Ja, willkommen zurück zu Fortnite Battle Royale. Wir sind jetzt bei Herausforderung Sammel Sprungsteine, Äpfel oder Pilze. Natürlich könnt ihr euch das ganz einfach machen und einfach hierzu Dusty die Devotes gehen und die ganzen Sprungsteine einsammeln. Denkt aber daran, das werden recht viele Leute machen. Deswegen wird es hier etwas schwieriger, also es kann auch jederzeit sein, dass man dann getötet wird. Einfacher ist es natürlich in anderen Gebieten einfach irgendwie Äpfel oder Pilze zu suchen. Dies hier geht aber an sich am schnellsten, wenn sich keine Gegner in der Nähe befinden. Ansonsten rate ich euch, guckt einfach unter Bäumen oder so. Meistens in der Nähe von Tannen sind Pilze und in der Nähe von normalen Bäumen sind auch oft Äpfel zu finden. Ich habe mich jetzt hier für diese Methode entschieden, da sie an sich am schnellsten geht. Ihr seht ja jetzt schon, der Tracker hier kommt gar nicht hinterher, so schnell wie ich die Dinger einsammle. Da hinten denkt sich aber jemand das Gleiche. Daher meine ich ja, ihr müsst immer ein bisschen aufpassen, dass nicht zu viele Gegner in der Nähe sind. Und auch wegen des Augesturms müsst ihr natürlich aufpassen. Der wird mich sicher gleich entdeckt haben und herkommen wollen. Ich mir die ganzen Steine wegnehme. Okay, fail. So, auf jeden Fall, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ein bisschen weitergeholfen. Entweder macht ihr es so wie ihr, wie ich und sammelt hier schnell diese ganzen Steine hier drum ein. Oder ihr sucht euch irgendwo einen Ort, wo es Pilze oder Steine gibt. Das ist ziemlich schwierig, weil viele Orte, wo es früher diese Steine gab, wurden jetzt zugeschüttet und die Steine werden woanders hingebracht. Viele sagen, es geht Richtung des Schurkenverstecks, da wo auch der letzte Schatz war auf der Nase. Da fahren die LKWs in die Richtung, da müsst ihr dann einfach mal gucken, wo sie sich im Moment aufhalten. Oder ihr sucht euch, wie gesagt, Pilze und Äpfel. Aber an sich geht das recht schnell, wenn ihr hier in dass die Rot einfach die ganzen Dinge einsammelt. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen und auch weitergeholfen. Wenn ja, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Abonniert mich und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Wir machen natürlich jetzt noch die anderen Herausforderungen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Hier zeige ich euch nochmal bei solchen Bäumen zum Beispiel hier, auch in der Nähe von dass die Rot liegen zum Beispiel jede Menge Äpfel rum. Da müsst ihr natürlich aufpassen, dass ihr auch irgendwie Schaden genommen habt, damit ihr euch die überhaupt einsammeln kann. Das ist aber an sich kein Problem. Hier weiß an sich, dass man einfach aus so einer Höhe, höheren Ebene runterspringen kann und dann verliert man schon ein bisschen HP. Und dann kann man die einfach wieder einsammeln. So, ich hoffe, das ist hoch genug. Jo. Da haben wir sogar ein bisschen Schaden gekriegt. Jetzt gehe ich einfach hier hin und sammle die Äpfel ein. Und schon habe ich die Aufgabe fertig.